Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Ich habe mir heute Verstärkung geholt, meine kleine Tochter Nila. Magst du Hallo sagen? Hallo. Hallo. Wir kochen heute zusammen was ganz, ganz Einfaches, was schnell gehen muss. Denn wie so viele sind wir jetzt ohne Kita mit der Kleinen zu Hause. Schnullig, genau. Und deswegen müssen wir sie auch irgendwie beschäftigen. Kochen ist da immer eine gute Möglichkeit. Es fehlt der Schnulli. So, und wir legen jetzt auch gleich los. Es gibt übrigens ein leckeres Reisgericht mit Hackfleisch. Okay. So, wir brauchen für unser Gericht Reis. Ich habe hier drei so kleine Gläser voll Reis. Den habe ich mit kaltem Wasser gewaschen. Etwa zweimal, dass die Flüssigkeit einigermaßen klar ist. Und dann mit einem Sieb gut abgetropft. Und wichtig ist, dass wir die richtige Menge Flüssigkeit dazugeben. Und zwar die anderthalbfache. Das heißt 4,5 Gläser Flüssigkeit in dem Fall. So, dann brauchen wir Zwiebeln, Karotte, ein wenig Lauch und 400 Gramm Hackfleisch. Das habe ich. Das willst du haben? Ja. Was willst du haben? Das hier. Das Glas? Ja. Okay. So, an Flüssigkeit habe ich in dem Fall hier eine Brühe genommen. Ihr könnt aber genauso gut Wasser nehmen. In meinem Video mit Rindsuppe zeige ich, wie man aus Küchenresten eine ganz einfache Gemüsebrühe machen kann. Die habe ich in dem Fall hier auch genommen. Aber wie gesagt, Wasser geht genauso gut. Und wir brauchen noch ein bisschen Öl zum Anbraten. So, wir fangen hier an mit unserem Hackfleisch. Dann geben wir ruhig auch gleich die Karotten dazu, die Zwiebeln auch gleich dazu. Mit dem Lauch warten wir noch ein kleines bisschen. Und dann braten wir das Ganze einfach erstmal ein bisschen an. Macht Kochen Spaß? Ja. Ja? Karotte schmeckt? Ja. Sehr gut. So, denkt dran, wenn ihr mit Kindern kocht, je nachdem wie alt sie sind, meine ist 2 Jahre, da müsst ihr wirklich aufpassen wie ein Luchs, also auf Messer aufpassen, auf heiße Pfannen und so weiter. Deswegen immer schön vorsichtig. Richtig, Mäuschen? Ja. Immer Sicherheitsabstand. Aua. Aua, genau, sonst Aua. So, wir können dann auch, wenn das Ganze so ein bisschen bröselig ist, auch schon den Lauch dazugeben. Ja, das muss jetzt gar nicht großartige Anbraten und Röstaromen nehmen, das soll nur ein bisschen bröckelig werden. Ich will Salz. Nila macht Salz? Okay, Nila, dein Einsatz ist Salz. Ja, ein bisschen mehr. Salz rein, sehr gut. So, Finger sauber. So, an der Stelle genau, auch salzen. Dann geben wir ein bisschen Pfeffer dran. Ein bisschen umrühren. Das ist Nila. Das macht die Nila. Nila machen. Sehr gut. Ja. An der Stelle gebe ich auch mal einen Reis dazu. Den schwitzen wir ganz, ganz kurz auch mit an. Dieses Gericht ist wirklich super einfach, aber auch sehr, sehr lecker. Die Brühe oder das Wasser, was auch immer, das habe ich eben heiß gemacht, damit das einfach ein bisschen schneller geht. Wie gesagt, wichtig ist, messt das Ganze ab, damit ihr einen schönen, leckeren Reis habt und keinen pumpigen Brei. Denn nur dann ist dieses Gericht auch wirklich, wirklich gut. So, dann könnt ihr das gleich schon mal abschmecken, ob das schmeckt, von Salz her, Pfeffer her. Und dann geben wir einen Deckel drauf. Und jetzt lassen wir das Ganze auf kleinster Stufe nur noch ziehen. Dauert etwa eine Viertelstunde bis 20 Minuten, je nachdem, was ihr für einen Reis habt. So sieht das Ganze aus nach einer Viertelstunde. Die Flüssigkeit ist komplett absorbiert. Und jetzt schauen wir mal, ob das auch meiner Kleinen schmeckt. Ich mache mir ehrlich gesagt so ein bisschen Sorgen, weil ich Reis und Gemüse gemischt habe. Das könnte gefährlich werden. Und schmeckt gut, Nila? Schmeckt das gut? Na, noch kein Kommentar. Es fliegt noch nicht durch die Luft, das ist gut. Ja. Lecker? Hast du gut gekocht? Papa isst jetzt auch Reis, okay. Wollen wir noch unsere Omas grüßen? Wollen wir noch Hallo? Hallo Oma? Hallo, Grüße. Hallo. Grüße an alle Omis, Opis, die jetzt ihre Enkel und Kinder mit sehen können. Hallo. Flumi auch Hallo. Und dann hoffe ich, dass wir alle bald wieder vereint sind. Kaktus. Kaktus. Bleibt schön zu Hause. Tschüss, sagen Nila. Tschüss. Tschüss, Opi. Alle.
Tschüss. So, ich hoffe natürlich, das kleine Video hat euch gefallen. In dem Fall freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr mir einen Daumen hoch da lasst. Meine Assistentin ist jetzt schon in ihrem wohlverdienten Mittagsschlaf. Und natürlich wird diese ganze Corona-Krise auch mich und meinen Kanal beeinflussen, die Art und Weise, wie ich Videos hochladen kann und werde in nächster Zeit. Denn zum einen gibt es natürlich nicht immer alles zu kaufen, was man gerne hätte. Und zum anderen ist einfach auch deutlich weniger Zeit da, dadurch, dass die Kitas geschlossen sind. Und wir schauen, wo das Ganze hinführt. Ich wünsche euch auf jeden Fall, bleibt alle gesund, bleibt zu Hause, ganz, ganz wichtig. Auch wenn es manchmal schwer fällt. Und schreibt mir gerne in die Kommentare ein paar Rezeptvorschläge. Ich suche nach ganz einfachen Rezepten, so wie viele andere wahrscheinlich auch. Mit den Dingen, die die meisten von uns meistens zu Hause haben. Und dann wird das ein oder andere hier auch als Video erscheinen. Und dann hoffe ich, dass wir das Ganze schnell hinter uns bringen und vielleicht auch das ein oder andere aus dieser Situation lernen können. Vielleicht lernen wir einfach wieder die einfachen Dinge ein bisschen mehr zu schätzen und zu wissen, dass es eben nicht selbstverständlich ist, dass wir immer alles zur Verfügung haben. So, ich sage bis zum nächsten Video. Bleibt gesund. Ciao, ciao.